Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan Toshida für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir relativ einfach uns holen können. Und zwar bin ich diesmal auf einem Hordenschar. Wir wollen uns nämlich das Starter-Mount in Anführungszeichen für die Horde jetzt aus Patch 10.1.5 holen. Und das ist der scharlachrote Pterodax. Und diesen können wir einmal uns besorgen, wenn wir dementsprechend hier nach OG gehen und dann einmal das Portal betreten. Wenn wir nämlich dann hier in BFA angelangt sind, müsste eine Quest aufploppen. Hier seht ihr die. Und die müssen wir jetzt einfach nur noch einmal abgeben gehen. Warte mal, nehmen wir mal die Druid-Fluggestalt. Das ist nämlich das neue Mount, das alle Spieler, die Stufe 30 erreichen, automatisch bekommen. Also diese Quest ploppt dann auf. Und ihr bekommt ja jetzt seit Patch 10.1.5 einfach das Fliegen geschenkt. Ihr müsst dafür quasi nichts weiter machen. Ihr könnt dann dementsprechend direkt mit dem Fliegen loslegen, ohne dass ihr beim Trainer noch eine Flugfähigkeit kaufen müsst. Und obendrauf gibt es dann dementsprechend auch noch das Mount. Die Allianz-Version hatten wir ja auch schon in einem anderen Video uns angeguckt. Da funktioniert es genauso, nur müsst ihr da nicht nach Dazar'alor, sondern da geht es dann einfach nach Boralus. Das ist dann ja ein schicker Greif und als Hordler kriegen wir dann halt dementsprechend diesen Pterodax. So, jetzt gucken wir mal, wo der NPC ist, wo wir es abgeben müssen. Ah ja, irgendwo da unten ist er. Und da haben wir ihn schon. Den quatschen wir einmal an, geben das ab und dann haben wir dementsprechend unser Mount im Inventar. Das können wir jetzt lernen. Und dann haben wir wieder ein schickes Mount mehr. Wir können es dann auch noch hier quasi aufsetzen. Das sieht ziemlich genauso aus wie die anderen hier, die hier rumstehen. Bloß mit einer bisschen Rüstung. Ja, macht doch was her, das Viech. Finde es sogar noch cooler als das Allianz-Mount tatsächlich. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Mount Guide. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mount Guide wieder. Euer Chillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.